Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja, verschwinden wir aus diesem Monster-Drecksloch. Ja. Ja, haben wir im letzten Part aufgehört bei dem großen Bossgegner, der mich so angerichtet hat hier. Ich muss zugeben, ich habe das Ende des Kampfes nicht mehr mit aufgenommen. Ich habe es einfach verpasst. Ich habe es dann irgendwie... Ich hatte dann mich im Part verabschiedet und hatte dann irgendwie ja, die Kamera ausgeschalten und vergessen, im Eifer des Gefechts wieder einzuschalten. Das ist natürlich schön, wenn man kaum was sehen kann. Also ein Rätsel zu lösen. Ich würde es euch gerne mal zeigen, so ein Rätsel, aber es ist kaum möglich, die Kamera nach unten zu schwenken. Und dann sind halt die Einstellungen wirklich alle wieder am Arsch. Brücke oder Vorderdeck? Ich würde mal Vorderdeck nehmen. Auf der Brücke waren wir schon oft genug. Ich hätte gern ein Heilmittel. Ja, der Bosskampf war dann doch sehr anstrengend, aber der Trick ist einfach bei der ganzen Sache immer auf diese Dinger zu ziehen, auf diese rumstehenden Flaschen. Ihr könnt noch mal in den letzten Part gucken, also ich habe es ja eigentlich fast schon gelöst, da war ja dann nur noch 2 Schuss oder 3 haben noch und eine Sprengladung haben dann noch geholfen, dann und war der fertig und dann mehr habt ihr nicht verpasst. Ich rüste mich ordentlich aus. Kartenleser, okay, den haben wir bis dato noch nicht. Den Kartenleser. Oh, danke, grünes Kraut. Jetzt wird auf jeden Fall alles wieder hell. So, weiter geht's. Jetzt können wir wieder ordentlich sehen. Hier war nichts los. Oder was? Jetzt kommen wir doch gerade her. Und wollen noch ein bisschen erkunden. Kartenleser. Ah, so sieht's aus. Ich brauche einen Kartenleser, um hier überhaupt irgendwie weiterzukommen. Ja, dann müssen wir wohl auf die Brücke wieder. Um irgendwie weiterzukommen. Und dann mal ins Brückchen. Vielleicht ist da ja was los. Okay. Ja, nicht auf dem Kreis. Vielleicht durch die Tür da hinten. Ja. Hier vielleicht. Nicht, hier ist nur eine Munition. Zack, 10 Pistolenmunition. Ah, hier war was. Da können wir was reinlegen. Da mal Wappen. Jetzt können wir die Flinte rausnehmen. Schrotflinte. Oha, und dann kommt der Liebe hier aus dem Schrank. So, haben wir noch eine Schrotflinte gewonnen dazu. Ich rüste mich gleich mal mit ihr aus. Oh, ein Schuss ist drauf. Gut.
Sowohl die Piratenwaffe, die man kriegt, wenn man ausgesetzt wird. Und das Rätsel hätten wir auch. So, wie weiter? Und durch diese Tür oder durch die andere? Ich versuche mal die andere. Die Toilettenkabinen. Oder auch Dusche. Und das ist eine Sackgasse. Nicht besonders lecker. Okay. Nicht so lecker! Okay. Junge, irren hier im Kreis rum. Aber besser im Kreis rumgeirrt als im Dreieck. Ja, irgendwo muss es ja hier einen Weg nach draußen geben. Irgendwie sind wir ja hier reingekommen. Wir warten auf einem Bett auf. Ja, das ist richtig, aber ein Schiff hat doch immer einen Ein- und einen Ausgang. Meistens sogar beides zugleich. Auf einer Stelle. Ja, hier waren wir. Das ist der Schrotflinternraum. Ja. Werdet euch vielleicht ein bisschen zusammenschneiden. Wahrscheinlich. Dass ihr mich nicht hier so viel rumirren sehen müsst. Ich habe jetzt gerade komplett die Orientierung verloren. Und da sieht man auch mal, dass es blind ist. Fahrstuhl. Brücke, untere Kabinenbrücke. Auf geht's zur Brücke, da gucken wir mal nach. Irgendwas haben wir doch übersehen. Und zack, hier durch. Okay, Schränkchen. Schrottgewehrmunition. Oha, ich dachte, der wäre ein Monster. Nein, Parker ist noch kein Monster. Noch ist das nicht. So können wir hier jetzt was verwenden. Zur Kommunikation nicht verwendbar. So, nu. Vielleicht wieder runter in den Swimmingpool. Da war ja was. Im Swimmingpool, da hatten wir ja irgendwas hier. Macht's, da sollten wir später noch mal reinkommen. Vielleicht geht's so jetzt links. Runter aus Promenadendeck. Ruckeln die, ruckeln die, ruck. So. Gehen wir halt nochmal hier längs. Müssen wir halt nochmal aufs Promenadendeck. Ist jetzt hier alles so verdammt leer. Es ist auch irgendwie eine Art von Horror.
wenn alles extrem leer und weggefegt ist. Dann wäre man noch zuvor einen Kampf hier, wilde Kämpfe und Schießereien und Geballer und Knalle hatte, dann ist das hier vielleicht ein bisschen gruselerregend. Nein, ich will nicht runter. Ja, hier habe ich mich auch ein, zweimal verirrt. Wo ging es denn hier nochmal runter? Wo ging es denn hier rüber zu dem Meisterraum hier? Wo der Buddy rauskam, der uns hier gequält hat. Aber mir war so, als hätte ich ein Geräusch gehört. Irgendwo muss doch. Hier nicht. Hier gibt es nur Schrottgewehrmunition. Irgendwer macht hier Geräusche. Bist du das, Parker? Laufe ich auch immer im Kreis? Sorry, ich schneide es euch raus. Höchst effektiv schneide ich es euch raus. Und bin so komplett orientierungslos. Orientierung einer Bratwurst gerade. Dadurch vielleicht Rettungsschlüssel verwendet. Okay, das sieht gut aus, da können wir durch. Hier waren wir noch nicht. Okidoki. Hier ist es aber auch etwas leerer. Leerer Professor. Können wir nicht durch. Ist nicht viel los. Ganz allein auf dem Schiff. Nichts zu sehen in weiterer Ferne. Ah, hier waren wir schon. Das ist gut. Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Wand schielen. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. So. Da mal durch. Wir scheinen hier richtig zu sein. Und es kam ein Zwischendialog. Da höre ich schon wieder die Orgelmusik. Und das scheint richtig, hier sind wir wieder im Luxusbereich. Und dann würde ich mal sagen, hoch. Zu die Swimmingpool. Mit Aufzug können wir ja nicht fahren. Der ist ja ein Defekt. Aber den können wir nutzen. Rettungsschlüssel. Da können wir nun durch. Dann halt nicht Swimmingpool. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, jetzt kommt mal her. Ist es Zeit zu reden. Schaut. So soll ich deine schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ewig davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch nimm's mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theamis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren.
verwandelt Guppies in Haie. Schnur. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veljur, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veljur. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich.